Nichts auszusetzen an der neuen Jacke für den Obristen Oesterling. Kostüm und Requisite sind tipptopp für die neue Spielsaison des Retterensembles vorbereitet. Kopfzerbrechen bereitet dem Verein dagegen die Entscheidung, das Historienspiel zum Stadtfest vom Marktplatz weg zu verlegen. Das ist jetzt die Frage: Einmal können wir in den nächsten Jahren wieder dort spielen. In diesem Jahr haben wir gesagt, gut, wir würden ein Schwedenlager im Zollhof machen. Und kam dann der Gedanke dazu, noch, vielleicht hier auch die Retteraufführung zu probieren, obwohl wir genau wissen, dass es nie die Marktbühne sein kann. Wenn man aber uns sagt, der Markt ist tabu für uns, dann versuchen wir natürlich, die Leute an der Stange zu halten und trotzdem zu spielen. Die Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna wolle für das Stadtfest neue Impulse setzen, den Zollhof mit der Historiengruppe neu beleben und dem Stück mehr Ruhe zur Aufführung geben. Der Zollhof habe tatsächlich seinen Charme, findet auch der Retterverein. Selbst die Logistik wäre hier einfacher. Eigentlich bietet sich hier die Kulisse, nennen es mal Kulisse ringsherum, durch die historischen Wände, die Kirche, das Pesthaus, bietet sich an, hier Schwedenlager zum Beispiel zu machen. Und wir haben auch unseren ganzen Stand der Requisiten schon so ein bisschen ausgeweitet, uns Sachen anzuschaffen, die wir für Schwedenlager zum Beispiel eben gut verwenden können. Und das bietet sich ja an, das ist der schönste Hof in dieser Sache. In dieser Sache für Pirna. Für den Retter, das mache ich noch mit Fragezeichen. Das Fragezeichen begründet sich einfach aus dem Stück selbst. Autor Alfred Wagner hatte es 1936 explizit für die Aufführung an der Ostseite des Rathauses geschrieben. Zumal überliefert sei, dass hier anno dazumal wirklich die Schweden lagerten. Und 1958 sah die Aufführung zum Beispiel so aus, wie man sieht, mit großem Publikumsinteresse. Eine zeitlose Geschichte eben, die Rettung der Stadt durch Apotheker Jakobäer. Inzwischen sind Markt und Rathaus frisch saniert, eine tolle Kulisse, die selbst den Einsatz von Pferden ermöglicht und die der Verein weiter nutzen möchte. Wir brauchen jetzt erstmal die Aussage unserer Mitgliederversammlung, ob wir dieses Jahr im Zollhof spielen. Das haben wir eigentlich zugesichert, dass wir uns Mühe geben. Und der Herr Borsch sagt auch, dass er versucht, die Dramaturgie für den Zollhof zu machen. Also das soll an uns nicht scheitern. Aber wir möchten wieder auf den Markt. Und da fehlt uns ein bisschen die Zusage, dass man sagt, ihr seid in einem bestimmten Rhythmus immer hier auf der Bühne. Der Verein brauche zudem Planungssicherheit, nicht zuletzt, um die 120 Darsteller bei der Stange zu halten. Seit 11 Jahren gehört das Spiel in 2 Aufführungen auf dem Markt zum Stadtfest dazu. Inwieweit jetzt neue Wege beschritten werden können, wollen Retterverein und KTP noch einmal in einem Gespräch klären.